Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Wir werden heute über ein Thema sprechen, und zwar geht es um das Image oder Ruf der Feuerwehr. Also ich werde immer wieder angesprochen, Live-Videos, Willi, sag doch mal was dazu. Okay, und zwar, worum es geht, will ich noch ein bisschen spannender machen, seht es euch einfach an, weil das genau das, was kein Feuerwehrmann mehr hören kann, keine Feuerwehrfrau, das ständige Thema. Um zum Thema zu kommen. Ich habe eine Gruppe zweigeteilt und habe jeder Gruppe einen Flipchart gegeben und habe die erste Gruppe, also Gruppe 1, Gruppe 2 getrennt voneinander gefragt. Was macht ihr mit euren besten, ne, betone ich auf besten Freunden oder Freundinnen? Das war die erste Gruppe. Gruppe 2 sollte mal was dazu schreiben, was die für ein Negativ-Image der Feuerwehr kennen. Negativ-Image der Feuerwehr. Okay, das waren die Aufgaben. Jeder Gruppe hatte 10 Minuten Zeit und die konnte sich alles von der Seele schreiben. Ich habe das, was dabei rausgekommen ist, so ein bisschen zusammengefasst. Welcher Seite wollen wir anfangen? Die? Okay. Gut. Das war ganz interessant. Und zwar mit Freunden. Was haben die Leute so geantwortet? Das erste war, sie treffen sich. Sie gehen zusammen in die Disco, Playstation zocken, Konsole zocken, wenn wir keine Werbung machen, gemeinsam was essen gehen, Bistro oder was weiß ich. Das war so das, was am meisten gekommen ist. Dann natürlich haben wir zusammen Partys gemacht. Ne? Und dann war das Gelache groß, ja, wir saufen, wir tanzen und so weiter. Ne? Also wer das Wort saufen nicht kennt, alkoholische Getränke genießen und so weiter. So, dann den Hobbys nachgehen. Gemeinsame Hobbys, auch sehr spannendes Thema. Autos rumbasteln, Fahrrad, Sport, Fußball laufen, was weiß ich. Ne? So, eigentlich unspektakulär. So, dann bin ich zur anderen Gruppe hin. Negativ-Image der Feuerwehr. Und das war interessant, weil das Blatt sah nach 10 Minuten so aus. Die hatten jetzt keinen weißen Stift, die hatten einfach keine Antwort. Sag mal, was ist das für eine komische Frage? Negativ Image der Feuerwehr, und das waren jetzt auch Leute dabei, die keine Feuerwehr sind, ne? Ganz wichtig. Erstmal kein Negativ Image, und da musste ich wirklich dazu ein bisschen stehen. Ich dachte, wir kommen nun raus, ne? Tut mir auch nicht weh, und haut mal raus, was ist Negativ Image? Und einer von diesen, von der Gruppe, sagte, naja, gut, was man ist halt mit diesem. Ich schreibe es extra groß dran. Saufen. Ich musste aber ein bisschen dazu hindern. Ich war überrascht, dass die Antwort nicht kam. Hätte ich viel mehr erwartet, ist aber, sieht man unterschiedliche Bereiche. Und in manchen Bereichen ist das gar nicht der Fall. In anderen Orten ist das schon mal ein Thema. So. Und um diese Antwort hatte ich, damit hatte ich mich festgerechnet. Und jetzt kommt genau das, was Feuerwehr euch jetzt zeigen will. Mir ist nicht eine Sache aufgefallen, dass das Wort auch vorkam, und das wurde ganz häufig mit Lachen und guter Laune beantwortet. Genau das Gleiche. So, jetzt muss man einen Moment verarbeiten. Was will André damit sagen? Und zwar, was ihr mit euren besten Freunden macht, ist nämlich auch, dass ihr euch mal trefft, im Garten, draußen, abends, beim Kerzenlicht, mal ein Glas Wein trinken, ein Bier trinken, ein Alzer trinken. Alkoholfreies Weizen sieht aus wie Alkohol.
Mir fällt auch unter das Saufen, siehst du aber eigentlich gar nicht. So. Und das ist auch das, was bei der Feuerwehr gesehen wird. Was will ich euch damit sagen? Bei der Feuerwehr sind wir nämlich alles gute Freunde, beste Freunde, Kameraden, die nach dem Dienst gemeinsam sich mögen und zusammen sitzen bleiben. Das heißt, die sitzen nach dem Dienst und trinken vielleicht mal ein Bier. Und das hat nichts damit zu tun, dass das die Feuerwehr ist. Nein, das hat damit zu tun, dass das beste Freunde sind. Das will ich hier nämlich mal ganz klar machen. Es geht hier nicht darum, dass das ein Negativbeispiel, negativ an die Sache ist, der Feuerwehr. Genau das zeigt es nämlich, wir sind beste Freunde, Kameraden und wir mögen uns und deshalb sitzen wir noch zusammen, nachdem der Dienst beendet ist und die Zeit nicht mehr weiterzählt, sitzen wir noch zusammen und reden über private Dinge, sind befreundet, verabreden uns noch. Nach dem Saufen bei der Feuerwehr gehen wir vielleicht mal irgendwo Playstation spielen oder sowas, keine Ahnung. Nur das ist vielen nicht bewusst. Wir denken, das ist ein Inhalt der Feuerwehr. Nein, das ist ein Inhalt der Freundschaft der Leute, die bei der Feuerwehr sind. So. Die hatten vorher schon recht, eigentlich gibt es gar nichts Negatives. Natürlich muss ich dazu sagen, in manchen Feuerwehren, das muss man einfach wissen, gibt es nicht diese Möglichkeiten bei uns ganz. Eigentlich gibt es ja gar keine Umkleidekabinen, das heißt, die meisten Leute haben früher die Sachen gar nicht hier hängen gehabt, sondern zu Hause in der Garage. Ne? Das hat sich ein bisschen gewandelt, aber es war früher so, jedenfalls, dass die Leute auch nach dem Dienst in der Einsatzkleidung rumgelaufen sind. Das war etwas ungünstig und dann teilweise dann mit dem Bier nach Feierabend in der Orangenjacke noch gesehen wurden. Das hat ein schlechtes Bild geworfen. Das liegt aber nicht daran, dass sie im Dienst sind, nein, sondern dass sie sich im Feuerhaus nicht umziehen konnten. Platzmangel, gar keine Umkleidekabinen, gar keine Spindel. Und man mit dieser Kleidung nach Hause gefahren sich dort das umgezogen hat. Nur das Kameradschaftliche, das Freundschaftliche, was ihr sonst auch mal mit euren Freunden am Gartenzaun und so weiter, fand trotzdem statt. Nur, dass das versteht, es sind die anzusortieren und I'm not afraid to die.